So, der Ruhrpottologe Arne Brune ist mal wieder unterwegs. Und zwar zu einem seiner ersten Live-Podcasts mit einem ganz netten Herrn, der heißt Jack Tengo. Das ist sein Pseudonym zum Nachnamen Tengowski. Der macht so einiges im Internet, ne? Der betreut auch Facebook-Gruppen in Facebook. Klar, logisch. So, und der macht auch Podcasts schon etwas länger. Auch zum Thema Minecraft, da bin ich überhaupt nicht firm drin, ne? Da kann er mal ein bisschen was drüber erzählen, was das überhaupt ist. Hört sich an wie Minensuche, ich hoffe nur im Computer, nicht in Wirklichkeit, denn das ist ja doch gefährlich. So, und natürlich habe ich den Jack, irgendwie zufälligerweise hat er mich oder ich ihn gefunden und wir haben miteinander korrespondiert, hier und da und überhaupt. Und Jack ist jetzt schon so ein, man kann sagen, ein guter Freund in Facebook geworden. Und dann haben wir uns geeinigt, da in der Woche, wo ich dann mir freigenommen habe, jetzt hier 1. Augustwoche, dass ich da komme. Eigentlich wollte ich um eins da sein, aber sind einige Sachen dazwischen gekommen, hat mich jetzt ein bisschen zeitlich nach hinten gehauen. Aber 2 Uhr sagt mir die Anzeige, wäre ich dann da, okay. Ich will natürlich hoffen, dass ich früher da bin. Ich habe ja nicht geahnt, dass Werne so weit weg ist vom Bochum. Echt, da fährt man 3/4 Stunde Minimum. Ruhrpott ist groß, ne? Die 5 Millionen Einwohner, 5,2 waren, die sind halt gut verteilt, ne? Auf ich glaube, 80 Kilometer von Ost nach West und Nord nach Süden natürlich auch entsprechende Kilometer, ich glaube 40 bis 60 so, aber entsprechend ist das schon heftig, weil ich habe gedacht, ich bin gleich da, nee, ich muss ja noch quer durch den Pott von Südost nach Nordwest irgendwo hin. Und Werne liegt natürlich schön, das ist ja schon fast Soesterbörde da oben, Richtung Münsterland, hast du nicht gesehen. Und da ich die Zeit heute leider nicht habe, Werne mir nochmal genauer zu begucken, ich will ja auch Werne ein bisschen da, ne, in meinem Netzwerk hier ein bisschen kundtun, für Leute, die da noch nie waren, denn Werne ist natürlich auch mit Sicherheit interessant zum Wandern und Sehenswürdigkeiten zu beglotzen und was weiß ich noch, ne. Ja, und das wird mir alles der Jack erzählen nachher und so ein halbes Stündchen machen wir Interview. Und dann kommt was Feines, denn ich habe ja als nächsten Podcast auch der Michael Göbel im Programm. Das ist der, der ein Kinderbuch geschrieben hat. Mein Opa ist Bergmann, oder war Bergmann, Entschuldigung. Und das ist schon bei der Book on Demand Bestsellerliste aufgetaucht. Platz 13 jetzt, ja, Halleluja. Klasse, finde ich gut. Man muss nicht einen riesen Verlag haben, man kann das auch alleine stemmen. Und damit, dass er das da hier und da in den Facebook-Gruppen und kundgetan hat, ist das ganz gut verkauft worden schon in den ersten 2-3 Wochen. Und das finde ich toll. Und mit ihm bespreche ich das Buch da auch. Und beim Jack habe ich dem Jack gesagt, ich mache das gerne, weil er sagt, hey, ich kann ich nicht bezahlen. Ja, wenn du 100.000 hinlegst, ist das kein Thema. Ich mache nämlich die Synchronstimme vom Opa, aber da einigen uns wahrscheinlich noch. Und ich mache das natürlich nicht für Geld. Ne? Ich mache das hier, also noch mache ich das nicht für Geld, nur dass Bescheid weiß. Ne? Also auf jeden Fall mache ich das hier kostenlos, weil ich das toll finde, was der Michael da auf die Beine gestemmt hat und was der Jack auch macht. Und dass er das auch für Michael macht, finde ich gut. Und ich schwinge da nur mein Bein mit rein und beziehungsweise Stimme. Und dann bin ich mal gespannt, was wir daraus friemeln werden. Denn ich komme ja dadurch wahrscheinlich mehrmals jetzt nach Werne, damit wir das über die Bühne kriegen. Ich sag mal so, wir versuchen das in 1-2 Monaten hinzukriegen. Ja, dauert ja, ne? Das sind ja über 160 Seiten. Ist nicht viel, aber es summiert sich natürlich, wenn man da Versprecher hat. Die sind zwar da lustig, aber wahrscheinlich nicht, wenn man den Text vertauscht. Jo, und da werden wir mal sehen. Ne? So, genug gequasselt. Ich mache jetzt einen kleinen Übergang mit einem Pfiff, weil ich habe kein Intro. Ich mache das alles aus dem Stegreif, spontan, erzähle ich euch. Und gleich sehen wir einen Jack und bin gespannt, wie es abläuft. Jo, muss ich dann nochmal kurz unterbrechen, weil bevor ich anstelle, ich muss ja durch Lüden fahren, ne? Da fährst du dann durch einen Stadtteil mit einem schicken Bahnhof, vor 100 Jahren ungefähr gebaut, denke ich mal, mit dem Backsteinzeug. Preußen! Lüden hat einen Stadtteil Preußen und einen Bahnhof Preußen. Also, Preußen lebt, ne? Also, wenn der Militarismus da ist, dann ist er in Lüden. Nur, dass er Bescheid weiß. Naja, sind auch jede Menge Industriekultursiedlungen hier vor Ort.
Also Lünen muss ich da auf jeden Fall in der Richtung mir nochmal nachgucken hier und wir gucken, wie das da aussieht. Ne? Also siedlungstechnisch war das eine typische Wohnsiedlung, Hochhäuser in, ich sag mal, 3- bis 6-stöckig und so weiter. Also jetzt schönheitentechnisch, sag ich mal, wie jede Stadt auch, ne? Die man hier so kennt. Aber ich bin jetzt gerade an einem Schloss Schwanzbell vorbeigekommen. Das konnte ich jetzt leider auf dem Weg jetzt nicht besuchen. Aber das ist natürlich auch nochmal interessant, weil ich habe erst Schweinbell, ich dachte schon, der fällt mir in die Karre gleich rein, du. Auf jeden Fall ist das eine interessante Sache, hier nochmal hinzukommen. Ich wollte mal, damals war hier, ich glaube, Landesgartenschau. Ja, da ist auch schon 20 Jahre her, wollte ich immer hin. Und dann war letzter Tag und stand davor und irgendwie war schlechtes Wetter. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, komm, geh mal Kaffee, Kuchen trinken woanders, weil mit Eintritt und bis du drin bist und sind auch nochmal 3 Stunden, die du da vergeudest. Und da kannst du besser hinterher nochmal gucken. Ich weiß, das ist mit Sicherheit sehr schön im Nachhinein. Kann man sich ja auch alles nochmal anschauen, so wie da hinterm Zentro in Osterfeld gibt es ja auch die Olga, die habe ich damals live gesehen, das war schon faszinierend. Und Lünen, ah, leider verpasst, hätte ich gerne trotzdem gesehen. Jo, und jetzt bin ich hier ein paar Kilometer, bin ich dann endlich da und dann stellen wir dreimal. Ich wollte das nur mal loswerden über Preußen, ne? Ich fand das jetzt faszinierend, ich wusste ja gar nicht, dass die so einen Stadtteil da haben mit dem Namen. Ja, toll. So, jetzt bin ich in Wettmar, Ortsteil Wettmar, aber ist nicht mehr weit, bis zum Jack. Ist ja nicht nur interessant, ne? Also hier hast du einen Stadtteil Preußen und fährst in eine Straße rein und kommst am Lohnsteuerhilfeverein Bayern e.V. vorbei. Also ich weiß nicht, bin ich jetzt hier, in was für eine Stadt bin ich gelandet? Da hinten ist Preußen und hier vorne ist Bayern? Man, das ist ja schon faszinierend. Jo, das ist ja auch Landschaft, ne? Du fährst aus Lünen raus, vorbei an alten Zechen-Siedlungshäusern. Die Straße da rein heißt noch Hüttenstraße, finde ich auch faszinierend. Ne? Und dann kommen plötzlich Sonnenblumenfelder, Ackergelände und hier Fachwerkbauten im westfälischen Stil. Hast du ohne Ende Pferdegatter und duftende Blumen. Und dann guckst du wieder auf so ein Riesending von Kraftwerk, die sowieso in 10 Jahren abgeschaltet werden, die gerade frisch gebaut ist, glaube ich. Ne? Das ist ja hier am Ortseingang von Ruhrpott Metropole, dieses riesige Kraftwerk für Steinkohleverfeuerung. Ja, das können die ja bald schon wieder abbauen, denke ich mal. Und dann gibt es dann so Gasthöfe wie Jagdhütte, ne? Also da denkst du, oder Jagdhaus hieß das, glaube ich. Und jetzt bin ich an so einem Galgenbach-Teil vorbeigekommen. Also wie man es nimmt, die Namen sind schon sehr reichhaltig, ne? Entweder galgen oder jagen. So, jetzt komme ich nach Werne. Jetzt hier Kreis Unna gehört die Stadt Werne. Und da steht historischer Stadtkern. Also, gut, dass ihr mal Bescheid wisst. Hier gibt es eine schöne Altstadt. Auch wenn ich die noch nicht kenne. Aber wenn die noch hinkommen, dann machen wir vielleicht... Oh, Freilichtbühne. Ah, Friedhof THW haben die auch. Okay. Nur, dass ihr Bescheid weiß jetzt hier. Wer das hört, ihr werdet von mir hören aus Werne, vielleicht mit Jack nochmal zusammen. Oh, die Straße heißt Straße an den 12 Bäumen. Haben die nur 12 Stück hier? Ist ja lustig. So, vorbei an irgendwelchen Getränkemärkten, Autohändlern, Edeka. So fährt man rein. Ist jetzt hier ja nichts Weltbewegendes. Es ist eine Stadt wie jeder andere auch, wenn du reinfährst. Ne? Ist ja klar. Ja, gehört aber noch zum Ruhrpott, auch wenn die sich so nicht so sehen wollen mehr. Die fühlen sich als Westfalen. Ja, das ist so wie mit den Weselern, die sagen, ja, gehört zum Niederrhein. Alles legitim, ne? Sollen sie auch denken, wie sie wollen. Insgesamt gehört ihr trotzdem noch zur Metropole Ruhr. Ja? Ja, schicke alte Häuser hier, 100 Jahre alte. Fachwerk gemischt. Hm, schick. Ja, so fährt man rein. Jetzt muss ja noch bedenken, Hamm ist ja auch noch, ne? Das ist eigentlich die Randstadt. Hamm, Berchtesgaden, ne? Das sind so die Randstädte und Werne ist noch dazwischen. Ja. Und wenn du so hier an der Ampel stehst, dann guckst du da oben drauf und siehst Münster 40 Kilometer. Ich meine, von Bochum ist das auch nicht wesentlich weniger, ne? Aber da kommt dir dann schon vor, als wenn du gleich schon da bist in Münster.
Also ich fahre jetzt an der Altstadt vorbei und siehe da, die haben auch ein Hotel. Also jetzt wollen noch ein paar Leute hier hin. Ne? Und hier ist eine uralte Steinmauer, wohl die ursprüngliche Stadtmauer. Ich denke mal, naja, wenn ich so gucke, könnte schon 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert sein. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt mal bald ankomme, weil das ist ja wie eine Weltreise hier. Meine Herren, das ist ja fast eine Stunde Fahrt. Aber laut Google-Tante sagt die mir hier 2 Minuten. Da bin ich mal gespannt. Ab in den Austrian. Da müsste es doch dann sein. So, Parkplatz suchen, glaube ich, hier. Und dann geht's los. Immer schön runter her. Schön. Typische Siedlung. Oh, der öffnet mir schon. Ich wollte dreimal klingeln hier. Ja, hi. Boah, ich sag dir, ist ja eine Weltreise, wohnt am Arsch vom Boot. Ja, es ist hier das Grenzgebiet. Nein, lernen wir uns aber mal endlich kennen. Ja, klar. Ja, es ist tatsächlich Grenzgebiet. Aber ich musste keinen Ausweis zeigen. Aber ist das so eingestellt. Ja, das ist auch gut so. So, schicke Wohnung. Nee, wirklich. Ach, was? Typische Wohnung halt. Ja, typisch Ruhrpott halt, ne? Ja, genau. Ist zwar nicht das Schönste und das Größte, aber immerhin. Ah ja, egal. Oder nicht über Sauerstofftanks, meine Mutter ist damit verbunden. Ja, die Arme. Ja. So. Ja, super. Und das ist eine Arbeitsfläche. Ja, hier ist meine Arbeitsfläche. Ja, guck. Ein Laptop auf dem Tisch, fertig. Ein Drucker in der Ecke, reicht. Ein Laptop, der ist mir leider so ein bisschen kaputt, wo ich die Mesh mit anspreche. Der steht aber da vorne. Ah. Bloß, dass er Display. Oh, shit. Dann habe ich dann mit dem Flachbildschirm verbunden. Setz dich. Mach ich doch glatt. Wir kommen gleich. Ja, mach mal hier rüber. Hast du denn eine Maske gefunden, oder? Ja, mit Google Maps, ne? Ja. Zwischendurch ist die mir... Ich fange schon an, ne? Ah! Ja, live. Bei mir läuft das live. Ja, das ist sowas. Ich habe jetzt mal hier auf dem Weg hierhin so ein bisschen lamentiert, ne? Wie so ist. Und ich war ja erstaunt, dass Lünen den Stadtteil Preußen hat. Und dann fährst du weiter und kommst am Lohnsteuerhilfeverein Bayern vorbei. Fand ich ja sehr interessant. Ja, ne? Fand ich gut. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, die erste halbe Stunde quatschen wir einfach mal. Stellt sich vor. Ja, können wir. Also, ihr Mikro von dem Ding reicht eigentlich. Hier ist ein neues Handy. Und dann machen wir so ein bisschen. Und dann können wir loslegen. Ja. Ich habe schon erzählt, was wir machen. Und jo, dass ich da erst 100.000 haben wollte, aber das dann doch kostenlos mache. Ja, da haben wir mal gehört. Ein paar Witzchen wären auch gut. Ja, das wäre auch gut. Nee, Ecke. Okay, Jack. Sag mir mal deinen vollen Namen. Ich lege da mal ein bisschen näher zu dir. Ja, also als Künstler nenne ich mich Jack Tango. Normal heiße ich ein bisschen anders. Und ja, ich mache seit ein paar Jahren die Märchen auf Rohputtisch von Michael Göbel zum Beispiel. Die vertone ich. Und ja, nebenbei bin ich auch Autor selber. Und habe auch YouTube-Kanäle, mehrere jetzt. Und mache auch meine eigenen Sachen. Ein bisschen Comedy, ein bisschen Musik, so ein bisschen Hörspiele. Mhm. Spreche auch ein. Ja, das sind so meine Sachen. Und du machst auch mehrere Podcasts, 2 verschiedene, ne? Oder 3 sogar, einen über Minecraft. Da musst du mir ein bisschen mehr drüber erzählen, weil ich habe keine Ahnung. Minecraft mache ich Livestreams. Ach so, zum Spiel. Verlobten. Ja, genau. Ah, okay. Machen wir Let's Plays. Ja. Und sonst habe ich den Podcast von mir, Radio Runkel. Da habe ich am ersten nur 2 Folgen bis jetzt gemacht mit dem Trailer. Und sonst bin ich ein Mitglied des Podcasts Two and a Half Blind. Richtig. Das mache ich mit BlindTube zusammen aus Essen. Und was bespricht ihr da? Unterschiedliche Themen, wie zum Beispiel mit Corona mal was, dann was hat die Kindheit von uns geprägt, dann ja, verschiedene Themen, die einfach drauf kommen. Zum Beispiel, was ist besser, Fernsehen gucken oder streamen, für Leute, die vielleicht keinen Fernseher haben, die alles über Laptop machen zum Beispiel. Und ja, das sind Sachen, verschiedene Themen halt. Mhm, also aktuelle Sachen oder einfach mal Nostalgie ein bisschen schwelgen lassen und genau, dann so legt er einfach los. Ne? Einfach worauf wir Lust haben. Mhm. Meistens mache ich die Vorschläge und dann ist okay. Ja, klingt doch gut. Ich habe ja schon ein paar Mal reingeguckt, aber dann habe ich wieder keine Zeit gehabt. Aber ich habe mir gedacht, Mensch, das musst du vorher hinkriegen, aber ich bin ja selbst jetzt wegen der Hochwassergeschichte ein bisschen involviert gewesen und da habe ich nicht so die Zeit gehabt. Ich habe auch versäumt, das Buch zu lesen. Ich habe es nicht geschafft. Aber ich habe mir gedacht,
Je unbedarfter man dran geht, desto besser wirst du. Ja, sicher, sicher. Ich brauche zwar ein bisschen Vorlaufzeit, wenn ich was einsprechen soll und lesen soll, aber als normales Legastheniker braucht man ein bisschen Zeit. Du bist Legastheniker und das Buch, du hast ja darüber was geschrieben. Erzähl doch mal noch ein bisschen was darüber, weil vielleicht weiß der eine oder andere Zuhörer nicht, was Legasthenie ist. Das ist eine Leserechtschreibschwäche, dass die Buchstaben vor den Augen der Betroffenen tanzen, hin und her wackeln und ja, ein bisschen verrückt spielen, kann man so sagen. Das heißt, wenn du jetzt eine Seite liest, wie fühlt sich das oder wie nimmst du das wahr? Das ist durch verschiedene Faktoren genetisch bedingt im Gehirn, da kann man also nichts für. Das haben manche Leute, manche nicht. Dass dann, wenn man zum Beispiel was Kleingedrucktes liest, dass dann die Bilder bzw. die Buchstaben vor den Augen verschwinden oder das U wird zum N, das N wird zum U, das E wird zum A, das B zum P oder zum D in Kleinschriftversion. Solche Sachen passieren dann. Das hält einen dann doch ein bisschen auf. Und wenn du jetzt eine Seite liest, brauchst du da normal länger als jeder andere? Ja, das brauche ich. Ich brauche ein bisschen länger. Aber es kommt auch immer darauf an, nach Tagesform und wie nervös man ist. Dann wird es entweder schlimmer oder manchmal ist es besser. Manchmal hat man auch gar nichts. Das ist immer so unterschiedlich. Man kann es nicht genau definieren. Tagesform, ja, okay, verstehe ich. Und das ist angeboren gewesen jetzt? Das ist angeboren, okay. Ja. Das ist teilweise vererbbar. Und das kann sich auch so entwickeln beim Menschen. In der Kindheit schon. Und ja, meistens merkt man es erst, wenn er in eine Schule kommt, in eine Grundschule ist. Da wird das dann meistens auffällig. Früher hat man ja einfach nur gesagt, der ist dumm. Der geht zum Bauern oder sowas. Und es sind teilweise aber auch hochintelligente Menschen, die Legasthenie haben. Aus denen ist richtig schon was geworden. Zum Beispiel ehemaliger US-Präsident. Ist auch Legastheniker. Der Trump? Nee, der Bush. Okay, beim Bush, beim Trump, ja, da könnte man andere Dinge für sich vorstellen. Ich wollte gerade sagen, beim Trump, da kann ich andere Dinge sagen, aber das lassen wir besser weg. Nee. Aber bei dem älteren oder bei dem jüngeren Bush? Beim jüngeren. Tatsächlich? Okay. Oder Schauspieler Keanu Reeves, ist auch Legastheniker. Ehrlich? Ach, das ist interessant. Lewis Hamilton, der Rennfahrer. Ich muss mal eben ablehnen, weil würde diese Anrufe kann ich ja jetzt nicht entgegennehmen, weil sonst fliegt das ja mit in die Aufnahme. Nee, das wusste ich nicht. Keanu Reeves, echt. Keanu Reeves ja, ist genial. Auch. Der ist auch Legastheniker. Wie gesagt, Lewis Hamilton, der Rennfahrer, ist auch Legastheniker. Was kaum jemand wissen sollte, aber was jetzt nach und nach so ein bisschen rausgekommen ist, sogar ehemaliger Boxweltmeister Muhammad Ali war Legastheniker. Guck an. Der hatte auch für alles und jeden irgendwo jemanden dabei, der was durchgelesen hat. Und der Mann war ja nicht gerade dumm. Der hat hochintelligente Sprüche drauf gehabt und alles Mögliche. Bloß beim Schriftlichen, der es bei ihm gab, hat beim Lesen und Schreiben. Er war zwar auch in der Schule und alles, was zu dem Zeitpunkt möglich war, aber trotzdem. Gut, wenn man so sieht, eigentlich nur eine Leseschwäche. Ja, Leserechtschwäche. Und ansonsten kommst du gut klar. Weißt du denn, wie Keanu Reeves das macht mit den Schauspielern? Der liest ja jetzt die Drehbücher einfach. Ja, er liest sich tatsächlich durch und kann sich das besser einprägen, weil er ja etwas länger braucht. Er macht das so wie viele Legastheniker, so wie ich auch, oder George Bush auch, er lernt seine Sachen auswendig. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ich eine Lesung habe, dann bereite ich mich 2-3 Wochen lang intensiv darauf vor und lerne die Texte auswendig, die im Buch drinstehen, oder zum größten Teil auswendig. Die kleineren Sachen, die habe ich ja sowieso in Fleisch und Blut drin und ja, das andere, da übe ich so lange, bis es dann klappt. Dann habe ich die meisten Sachen eh im Kopf drin und dann kann ich frei von der Seele weg loslegen. Baue ich zwischendurch ein paar Scherze ein, wenn ich merke, ich brauche mal ein bisschen Pause und dann geht es dann weiter. Cool. Finde ich klasse. Ja, man soll sich nie unterkriegen lassen. Nee, das sollte man auch nicht. Und man muss sich auch nicht verstecken. Nee, finde ich auch. Machst du auch nicht. Nee, ich mache es sowieso nicht. Ich kann mich auch nicht verstecken. Gut, für die Zuhörer, die jetzt noch kein Bild gesehen haben sollten, oder wenn er das der möchte, er hat ein bisschen Fülle am Bauch. So, das ist aber kein Hindernis. Sagen wir es mal so, trotz allem bin ich noch relativ beweglich. Ja, das ist doch wichtig. Ich versuch's zumindest. Ja, ist auch wichtig. So sieht's aus. Ja, und dieses Minecraft, was ist das genau? Also ich kenne mich ja Minecraft überhaupt nicht aus. Minecraft ist ein Spiel, in dem man Blöcke aufeinandersetzt, daraus Welten entstehen lässt. Das ist ein interaktives Blockspiel, kann man sagen. Da kann man mitbauen, da kann man auch Kohle farmen und solche Sachen. Also das ähnlich wie Tetris, nur ich kann's dir mal eine 3D-Variante sozusagen, größer.
für die Zuhörer. Ich hole mal kurz. Ich weiß, dass Bladen das immer ganz gerne spielen. Ich kenne da den einen oder anderen und ich stelle mir da nichts drunter vor. Weil da ich spiele ja gerne, aber... Hier ist auch gerade das, was ich jetzt produziert hatte. Aha. Das kommt morgen. Heute ist Mittwoch, morgen am Donnerstag raus. Eine neue Folge. Mhm. Und ich mache jetzt einfach mal das Spiel an. Die kreierst du jetzt selbst hier, die Figuren? Die kann man so, die gibt es schon, die Figuren, bloß man kann selber Häuser bauen, man kann Sachen anpflanzen, Tiere vermehren und schlachten und sowas. Das ist ein Überlebensspiel. Es gibt auch einen Kreativmodus, da kriegst du alles geschenkt, aber ich erarbeite mir alles. Da spiele ich zusammen und streame ich zusammen auch mit meiner Verlobten. Und ja, ich guck mal. Waldlichtung, da haben wir bestimmt schon einiges aufgebaut. Wenn nicht, dann gehe ich in eine andere Welt rein. Ich kann ja spontan rüberspringen. Da habe ich dann mal einen Tablet-Halter, der ist hier auch irgendwo. Aber es geht auch so für den Moment. Warte mal eben. So. Okay, das sieht interessant aus. Das sieht aus wie so ein Beerdigungsinstitut, wo die Särge irgendwie in den Ecken stehen. Oder ist das eine Schatzkammer? So in der Art. Hier sind dann die Ressourcen drin, was man sammeln kann. Okay. Also sind keine Särge, da sind Schatz... Das sind Doppeltruhen, wo dann Zeugs drin ist, was du brauchst für zum unterwegs. Meistens machen wir Lager unterirdisch. Meine Verlobte mag das lieber. So. Aber das ist so ein bisschen so wie 80er-Jahre-Look, ne? Ja, so in der Art ist das. Das ist jetzt nicht... man will das jetzt nicht verbessern von der Grafik, sondern soll so sein. Das soll so sein, ja. Das soll durchaus so sein. Und da habt ihr, gibt es viele Fans? Da gibt also auch, ich weiß von Kindern. Ja. Da spielen auch Ältere, ich bin zum Beispiel jetzt 40 und das spielen sogar noch Senioren, habe ich schon gehört. Ja. Das ist dann so eine interaktive Welt, wo du durchlaufen kannst. Wer hat denn die Fackeln da angemacht? Die haben wir hier platziert. Und die kannst du selbst platzieren. Genau, so wie Lagerfeuer kannst du jetzt auch machen. Man kann auch Kerzen herstellen, das ist das neueste Update, das wird immer mal abgedatet. Hier kannst du Zucker raufformen, farmen, da kannst du dann verschiedene Sachen draus machen. Wenn du jetzt hier eine Schere hast, kannst du Schafe scheren. Achso, guck mal. Die Schafe sehen eben aus wie Quadrate und Rechtecke. Genau, und schielen wie Sau. Was machen die? Die schielen wie Sau. Ach, schielen. Wenn du guckst. Moment. Ja, zeig mal. An. So. Jetzt hast du sie schon geschert. Geschoren. Mein Gott. Ja. So, pass mal auf, dann nehme ich mir jetzt das hier in meine Hand. Was ist denn da? Das habe ich jetzt eben abgefahren, Weizen. Ach so. Na, und dann kommen die hier an. Jo, die schielen tatsächlich. Nach rechts und nach links. Ja, nicht nach innen. Können das. Nach außen. Und dann kannst du jetzt, wenn du zwei davon hast, kannst du die auch vermehren. Das geht dann auch relativ schnell. Minecraft hat auch seinen eigenen Sound. Da kriegst du auch nichts von der GEMA drauf. So. Jetzt habe ich mal zwei abgefarmt. So, pass mal auf. Ja. Kannst du die füttern, dann vermehren die sich. Und wenn du Glück hast, kommt da ein Lamm raus. Moment, da. Das ist schon nach. Wo ist der denn jetzt hergekommen? Ja, die haben sich gerade vermehrt durch die Herzen. Achso, dann gibt es ein bisschen Futter, die machen dann ein Herzchen, Dankeschön, und dann kacken die von hinten Neues raus. Genau, und dann wird es neu rausgeschossen. Frisch raus. Ja, und hier kann man dann zum Beispiel auch unterirdische Gänge anlegen und sowas. Hier kannst du auch richtig drin schwimmen, tauchen. Und es muss auch passen, dass du nicht zu lange unter Wasser bleibst, sonst geht hier die Luftwolken weg und dann kannst du qualvoll ertrinken. Ja, ist ja nicht schön. Da haben wir ja genug schon jetzt im Fernsehen von gesehen. Wollte ich mich gerade sagen. Das haben wir dann schon hinter uns. Das hört sich dann auch lustig an, wenn man ertrinkt. Und dann geht hier die Herzensleiste weg und wenn nichts mehr ist, dann bist du tot. Dann mal lieber wieder hoch. Dann hast du es hinter dir. Das kenne ich irgendwie auch aus den 80er-Spiele. Da wurde auch mal so ein lustiges Geräusch gemacht. Da habe ich manchmal absichtlich gespielt. So. Ja. Das war einfach lustig, ne? Fand. Du bist ja selber nicht dabei, ne? Ist ja nur eine Figur. Eben. Ja, und hier kannst du dann zum Beispiel auch richtig Gänge bauen und... Mineralien sammeln, Eisen, Kupfer, Rohstoffe, Gold, Diamanten. Aha. Dann hast du hier eine Spitzhacke, dann kannst du die so abbauen. Und dann findest du irgendwo mal Kohle hinter einem Stein versteckt. Manchmal siehst du es auch offensichtlich. Und dann kannst du es dann im Ofen auch reinschmeißen und kannst verschiedene Steinarten nehmen und dir was daraus bauen. Das ist so Sinn und Zweck von Minecraft.
Und im Grunde genommen kein spannendes Spiel, sondern eher so eins, was so für die Gehirnverpflichtung eine interessante Sache ist, um eben zu bauen. Architektur ja. Und. Genau. Ja. Es kann auch spannend werden. Hier kannst du auch Stalagmiten, Stalaktiten züchten, Tropfsteine und sowas. Und drunter begraben werden. Wenn du Pech hast und unter Kies oder Sand baust, dann fällt das runter und macht dich auch platt. Ja, gut, dann ist es spannend. Ja, und nachts kommen diverse Monster, da kommen Skelette, die ich abschießen wollte. Ehrlich? Ja, ja. Da kommt noch so ein bisschen hier, wie heißt das? Wolfs-Dingeskirchen? Wie heißt das Spiel noch? Wolfenstein? Ja. So in der Art. So in der Art, nur ein bisschen rechteckiger. Dann. Weil da kommen hier zum Beispiel schon die lebenden Toten an, die Zombies, die sind hier. Die sind doch da. Ja, die lungern hier rum, da ist ein Ertrunkener. Überleg ich mal. Die sind hauptsächlich im Wasser, da hast du hier ein Schwert und hier ein Schild. Dann wirst du abgewehrt, wenn du das Schild hochnimmst. Aha. Wenn nicht, kriegst du Schaden. So, jetzt kommen gerade mal ein paar. Hört sich ja gruselig an. Ja, kommen hier gerade so ein paar an. Und die musst du dann erstmal erledigen. Also die habt ihr aber auch jetzt zusätzlich eingebaut, damit es spannender ist, oder wie? Nee, die sind vom Spiel automatisch drin. Ach so, dann können sie auch verschiedene Stufen einstellen, der Stärke. Und dann kannst du dementsprechend doppelt und dreifach Schaden bekommen. Mhm. Hier ist zum Beispiel schon ein Skelett. Das schießt auf dich dann. Siehst du? Das kannst du auch aus dem Weg holen. So, jetzt muss ich aufpassen, sonst bin ich nämlich gleich gestorben. Ja, und dann verlierst du alles. Was steht da? Reposaunen? Habe ich nicht drauf geachtet jetzt. Ja, Moment. So. Kann ich gleich nochmal machen. Er will dich nochmal umbringen lassen, alles klar. Ja, ja, heute mache ich, für dich mache ich das mal. Er lässt sich zweimal umbringen jetzt, nur für mich. Für dich lasse ich mich zweimal hier killen. So, was? Irgendwo hier war das, wo ich gestorben bin. Und mal liegen da noch meine Samen verstreut, da vorne. Die sammle ich dann jetzt ein. Deine Samen sind verstreut? Sachen. Ach so. Ja, Samen auch von den Pflanzen, die ich eben geerntet habe. Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Nee, nee. Dass wir jetzt doppeldeutige Sachen anspielen. Ich wollte gerade sagen, so doppeldeutig bin ich jetzt hier auch nicht mehr. Das schon. Das falsch verstanden oder das was? Das bleibt alles, wo es ist. Ja, das ist auch gut. Nur bei der Verlobten höchstens. Genau. So. Ne, und dann zum Beispiel der kann mich dann auch ganz schnell ausschalten. Mhm. Mache ich nochmal für dich, dann siehst du das mal. Aber du hast unendlich viele Leben, wenn du wieder von vorne anfängst, oder wie? Ja, dann habe ich wieder nicht unendlich viel, da ist dann eine Reihe. Okay. Aber so, guck. Was steht da jetzt? Mal, du bist gestorben, respawn, das heißt dann wieder zurück ins Leben kommen. Ach oder so. Umschwenk ins Hauptmenü. Ah, Respawn. Ja, das habe ich nicht. Hat aber nichts mit dem Spawn zu tun, ne? Nee, damit nicht. Mit dem Comic-Helden da. Nee, das ist was anderes. Der war zwar auch gut mit seinem Horror-Clown dabei, aber da ist eine andere Geschichte. Genau. Du siehst, auch in Filmklassikern und Comic-Klassikern bin ich ein bisschen bewandert. Nee, und hier kannst du dann, wie gesagt, gegen verschiedene Monster antreten oder musst du sogar. Mhm. Sonst verknuspern die dich und ja. Dann ist Hängen im Schacht. Also man sieht sehr viel, diese Minecraft-Geschichte da, das ist schon eine spannende Sache, wer sich damit befassen möchte. So 80er-Jahre-Look kann ich empfehlen für Leute, die einfach Bock haben, was zu bauen. Mehr als Tetris, kann ich nur sagen. Ja, guck. Ein schöner Einblick, vielen Dank. Ja, nichts zu danken. Man kann auch gerne bei uns in den Livestreams und in den Videos reingucken. Genau. Findet ihr unter Jack Tango Gaming. Guck an. Da ist extra der Kanal. Und bei die Links packe ich noch rein. Ne, die Links packe ich dann rein, wenn der Podcast veröffentlicht wird und muss mir ja neu übermitteln. Kein Thema, kann ich machen. Jetzt muss ich nochmal zu deinen Half-Blind-Geschichten da zurückkommen. Fällt mir nämlich ein. Wie hast du die kennengelernt? Auch über Facebook einfach lustigerweise und so wie wir jetzt auch? Über eine Hörspielrezession. Ach so, guck mal. Ich mache ja mit einem Freund zusammen Hörspielsachen. Mhm. Und da sind die dann auf uns aufmerksam geworden. Der eine von den beiden, der Jan, der macht Hörspielrezensionen oder hat früher welche gemacht. Mhm. Und da wollten sie von mir eine Figur mit meiner Kunstfigur, die ich da verkörpere und vertone, dem Professor Enz von Klippenstein ein Interview führen, so ein Spaßinterview. Ja. Und haben es angefragt und ich habe gesagt, kein Thema, machen wir direkt. Cool. Und das haben wir dann auch gemacht. Kannst du mal einen so raushauen jetzt hier, den Klippenstein? Aber sicher kann ich den Professor von Klippenstein machen. Das ist kein Problem, der ist immer allgegenwärtig, wenn es sein muss. Geil. Und mit der Figur wollten sie dann, wie gesagt, ein Interview führen, das habe ich gemacht. Und so haben wir uns dann so ein bisschen kennengelernt. Und dann habe ich sie letztes Jahr im Stream einfach mal überrascht. Mhm. Und das kann ich auch mal zeigen. Ist jetzt, wie gesagt, nicht mein Laptop, aber das finde ich alles ganz schnell raus. Weiß ja, wo ich suchen muss. Mhm.
Das ist nämlich der von meiner Verlobten, steht dort drauf, Engelchen. So. Ein Engelchen. So. Und wann wird geheiratet? Wenn Corona vorbei ist, dann, so, dann geht's los. Haben wir schon was geplant gehabt. Aber Corona kam dazwischen. Ja. Und da kann man ja dann nicht so unbedingt so, wie man möchte. Ne? Nee, da sind einige in Baden gegangen. Wenn die ihn überhaupt noch heiraten wollen. Ja. Gibt es bestimmt auch einige, da die sich da auf die Bälle gerückt sind und dann haben gesagt, nee, weißt du was, komm, lass mal. Ist vielleicht auch noch ein sinnvoll, ne? Wer weiß was, dann gibt es dann 10.000 Euro aus für so eine Riesenfete und zwei Jahre später sagst du tschüss. Ja, und dann hast du dann das Geld dann so ein Fenster rausgeworfen. Ja, muss auch nicht, eigentlich mal eine Weltreise gemacht. So, was da jetzt, Tango, finde ich meinen Kanal gleich. Hast du den auch in deinem Ausweis drin, den Namen? Ja, der ist auch in meinem Ausweis eingetragen. Und wie bist du drauf gekommen, einfach weil du ja dann Vor- und Nachnamen so hast, so abgekürzt einfach? Den Nachnamen habe ich halt abgekürzt. Mhm. Und wie früher in der Schule haben sie mich immer Jack genannt schon. Also. Weil ich sehr gerne Schauspieler gesehen habe, zum Beispiel Jack Nicholson. Ah. Und da haben sie gesagt, komm, dann nehmen wir doch einfach mal den Namen. Dann habe ich gesagt, da kann man was draus machen. Cool. Ja, jetzt zum Beispiel auch, als ich eine Lesung bei BlindTube hatte, da habe ich dann mein Buch vorgelesen. Mhm. Und ja, da bin ich dann ein bisschen am Schnürkern gewesen. Da ist Jan, da ist Michelle. Mhm. Und Half blind, ist der Michelle ist blind? Beide, die sind beide blind. Die sind beide blind. Genau, das ist das Besondere. Bei dem Linken ist mir das nicht aufgefallen, aber beim Rechten schon, weil man... Da konnte man an den Augen wohl erkennen. Michelle sieht noch ein bisschen mehr wie Jan. Ja. Und so, tatsächlich. Er ist nicht von Geburt an blind. Das kam nach und nach. Im Alter, glaube ich, von 12 bei ihm. Aber das kann die auch mal am besten erklären. Okay. Und Michelle ist... bei ihm sieht man das ein bisschen mehr mit den Augen. Ja, deswegen ist mir das nicht auch gut. Er trägt einen Vollbart. Und ich sage immer, ich bin immer der Halbblinde, haben wir so genannt. Ah, ja. Deswegen. Weil ich auch Brillenträger bin, deshalb Two and a Half Blind. Da sind wir halt irgendwann mal im Stream drauf gekommen. Ja, finde ich gut. Und dann haben sie gesagt, habe ich den Vorschlag gemacht, dann sagen wir 2,5. Mhm. Dann passt das schon. Und dann haben sie gesagt, passt wegen der Sendung Two and a Half Men, die Serie. Und gesagt, dann machen wir Two and a Half Blind. Genau, deswegen. Ja, ist mir schon sofort aufgefallen vom Namen her. So, jetzt gucke ich mal, ob ich das auch finde. Und ich muss ich dann über meinen eigenen Kanal ein bisschen gehen. Ja. Er sucht jetzt hier. Ja, ich mache kurz Umbaupause. Aber ich weiß schon, wo ich suchen muss, wie gesagt. Ich kenne ja meinen Kanal. Hast du denn so ein schönes Mischprogramm hier, wo du da fummeln kannst? Bestimmte Sachen einbauen, rausholen? Ja, sicher. Ich kann hier zum Beispiel, wenn ich Sachen aufnehme, Was ist das für ein Programm? Audacity nennt sich das. Ah, das Audacity. Damit arbeite ich hauptsächlich, auch wenn ich meine eigenen Produktionen mache. Ja. Oder wenn ich hier für Michael ein paar Märchen anspreche, dann nehme ich das hier rüber auf, kann dann ein paar Effekte drunter mischen. So, ich mache jetzt einfach mal auf Aufnahme. Das Mikrofon liegt ja hier bei dir. Ah, guck. Da sieht man dann auch schon, dass hier so ein paar Sachen unter SAP stand. Ne? Ja. Wenn ich jetzt... Ja, die Ausschläge ein bisschen deutlicher. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel das hier markieren. Dann kann ich da einen Effekt runterlegen. Zum Beispiel einen Kompressor oder einen Phaser. Dann gibt es dann Piepgeräusche, wie bei Enterprise und solche Sachen. Rückwärts kann ich es auch abmischen lassen. Ich kann das Tempo erhöhen, die Tonhöhe ändern, verzerren und verschiedene Sachen drunter setzen. Echo kann ich drunter setzen. Und das mischst du dann auch in YouTube-Videos rein, ne? Das mische ich teilweise auch in YouTube-Videos rein. Ich mache da mal einen Pitch oder irgendwas, um die Stimmfarbe zu verändern. Zum Beispiel bei meinem Projekt Sagenhaft, da mache ich jetzt gerade die zweite Staffel, die produziere ich davon. Da nehme ich Sagen auseinander. Ah. Und das ist... Heißt, schon. Du nimmst die auseinander wie... Ich lese die Sagen erst vor, die Geschichten. Ja. Und später bin ich dann dabei, die zu analysieren. Aha. Also du interpretierst. Genau. Und ja, dann viel Spaß. Da habe ich dann auch schon ein paar schöne Sagen aus dem Ruhrgebiet schon mal vertont gehabt. Aha. Und hier verdienst du da wenigstens was dran? Nee, das mache ich auch noch YouTube, so. Mache ich so nebenbei. Lust und Laune.
Das mache ich, um die Leute zu unterhalten. Ich bin ja mehr so ein Mensch, der unterhält. Ich bin nicht auf Geld fixiert. Ich möchte einfach die Leute unterhalten. Und hier ist zum Beispiel sagenhaft Staffel 1. Da sind dann mehrere Videos. Du musst nur dann dein Okay bekommen, ne? Dass du das machen darfst, ja, oder? Ja, ich muss erst beim Verlag das schriftliche Okay reinkriegen. Mhm. Und das habe ich gekriegt. Habe ich gesagt, ja, ich plane über 1-2 Jahre hinweg. Und hat der Verlag gesagt, ja, kein Thema, können wir gerne machen. Und hier habe ich es auch gefunden. Ich überrasche BlindTube. Ja, guck mal. Dann mache ich mal den O-Ton an. Mach mal an, ja. So, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu laut. Mal ein bisschen näher ran. Das war mein Intro, was ich dafür baue. Ja, da habe ich dann gesagt, am 7.4. so gab es eine Gesprächsrunde, offene Gesprächsrunde und spontan habe ich dann die beiden, da hatten sie noch einen Gast, überrascht. Oh, warte mal, ich guck mal eben gerade was. Da ist gerade nämlich eine Nachricht bei uns angekommen. Okay. Deswegen einen Moment. Also er sagt, ich guck jetzt mal was. Du hast gesagt, er ist blind. Er kann noch ein bisschen was sehen auf den Augen. Er hat so 10-20% oder sowas, kann er noch sehen. Und wenn er auch ganz nah rankommt, dann kann er auch noch ein paar Sachen erkennen. Er hat einen starken Rotstich im Auge. Aber das können sie dir, wie gesagt, besser erklären. Ah, wir machen mal was extra. Premiere. Ja, und da hat dann so ein bisschen die Zusammenarbeit angefangen, die nähere. Zurück zum Anruf. Der Jack Tango ist ein YouTuber, mit dem hatten wir früher viel zu tun. Mit dem haben wir auch ein Interview mit seiner Kunstfigur gemacht. Ja, erklärt er das auch nochmal, der Michel? Mhm. Da hat es ein bisschen geruckelt mit der Technik, so ein paar Minuten, bis es da hingeklappt ist. Das funktioniert doch. So, jetzt versuchen wir dich nochmal bildlich Also wer das mal live sehen möchte, also live ist ja nicht möglich mehr, aber wer dann dieses YouTube-Video sehen möchte, Jack Tango überrascht BlindTube, BlindTube geschrieben, ne? Nur für die Leute, die nicht wissen, wie Englisch geschrieben wird. Könnt ihr dann bei YouTube gucken. Und dann alles andere auch, ne? Hier, hast du ja Märchen auf Ruhrpottisch, das ist von diesem Michael Göbel, wo wir ja gleich anfangen wollen, das Buch auch zu machen, ne? Wow, ein bisschen einzusprechen. Genau. Da gibt es zum Beispiel auch auf meinem Kanal die Märchen zu hören, aber ich habe auch den Kanal Märchen auf Ruhrpottisch extra gemacht. Finde ich gut. Ja, ich hat Michael auch, kann auch mal reingucken, wenn er möchte. Und auch ein paar Hörspielsachen, immer wieder ein bisschen was zu tun hat. Ja, und da bin ich dann, hat man mich per Discord reingeschaltet. Ah, mit Discord. Kenne ich jetzt auch erst. Habe ich gestern erst gehört, dass es das gibt. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen palavert. Und das Ganze ging dann so 26 Minuten. Aber wie gesagt, ein bisschen gequatscht, bis es dann auch mal dunkel wurde bei mir. Ich war es noch hell. Jetzt sieht man, dass es hier schon dunkel wurde. Von daher alles live umgeschnitten. Ja, ist doch immer nicht schlecht. Deswegen mache ich das ja auch so. Ja, und wie gesagt, so hat es dann begonnen. Und dann irgendwann haben wir dieses Jahr gesagt, komm, wir machen aus Spaß einen Podcast daraus. Und ja, dann ist es dann nach und nach so entstanden, dass wir dann Two and a Half Blind als Podcast gemacht haben. Mhm. Und gestern ist auch wieder eine Folge rausgekommen von Two and a Half Blind. Bloß, das muss ich erst noch bei mir dann auch reinsetzen und mal schnell produzieren. Da steht Zeichner. Zeichnest du auch? Ich zeichne auch zwischendurch, ja. Ah, cool. Ich meine, wenn du das Spiel schon machst, ne, dann machst du auch noch so normale Zeichnungen. Ja, ein paar Kritzeleien, halt ein paar Gebäude und sowas, die kann ich auch noch zeichnen. Manchmal zeichne ich auch ein paar Tiere, aber das habe ich jetzt schon längere Zeit auch nicht gemacht. Das ist ein Allround-Talent hier. Na ja. Am Ende vom Ruhrpott. Grenzgebiet zum Münsterland. Siehste. So, hier steht Zeichner, Musiker, Comedian, Autor, Hörspielsprecher. Hau doch mal einen Witz raus jetzt hier als Comedian. So was spontan ein Witz? Ja.
wenn du einen hast? Muss ich da mal überlegen kurz. Ja, so einfach ist das ja auch nicht, mal eben so ein Witz rauszuhauen. Ja, ja, das ist ja das berühmte Problem immer. Wenn man zum Beispiel zu einem Künstler sagt, mach mal einen Witz, dann sagt er, weiß ich nicht. Ja, eben, genau. Da ist ja immer das, wo man wirklich Leute dran erkennt. Also fällt mir jetzt spontan auch wirklich keiner ein. Ja, die auf der Bühne stehen, die müssen ja auch einüben. Ja, das ist ja das. Was? Ja, und dann machen sie 10 Mal und dann... Hm? Weißt du eigentlich damals im Musikunterricht gut? Blockflöte konnte ich spielen, alle Jahre wieder und so weiter. Das habe ich gekonnt, aber ich habe eher zugehört. Dann warst du auch super im Kunstunterricht, ne? Hast ja. du nie im Ton vergriffen, wenn du auch schon Musik kannst. Genau. Genau. Ich habe jetzt mal kurz einen aus der Seite gehauen. Ja, genau. Der fiel mir auch spontan ein. Wenn du wüsstest, ich habe musisch-künstlerisch in der Realschule gehabt, 2 Jahre lang. Die Lehrerin kam immer so, ich sag mal, wenn wir 1,5 Stunden hatten, kam die immer so 20 Minuten später, weil die keinen Bock auf uns hatte. Mhm. Die war Sportlehrerin, die hat sich extra langsam umgezogen, bis wir dann die Klasse waren, die sie hatte. Und wir haben in der Zwischenzeit Tischtennis gespielt. Mit den Händen haben die Tische und Stühle entsprechend gebaut und dann haben wir so lange gespielt, bis sie dann endlich da war. Die hat dann nochmal so 5 Minuten gewartet, dann Theater gemacht. Naja, und dann ging der Unterricht los und wir haben dann unterm Tisch dann Mau Mau gespielt. So, das war so die Gruppe, die nicht wusste, was sie machen sollte. Auf Biologie kein Bock, Mathematik ist auch blöd. Musisch-künstlerisch hieß dann, ja, da wird mal mehr Kunst statt Musik stattfinden, das ist gut, wir können eh nichts. Ja, und dann war es eigentlich ganz lustig und erst danach ist mir so aufgefallen, Mensch, das interessiert dich ja doch. Jetzt weiß ich wenigstens, was Architektur ist, ich interessiere mich für Musik und auch für Kunst, ne, und Museen. Ja, warum auch nicht? Also die 2 Jahre waren doch ganz gut, auch wenn ich mehr Mau Mau gespielt habe als zugehört. Ja, war auch seine Zeit rumgekriegt, ne? Ja, natürlich. Ihr weißt doch, ich brauche in der Schule immer der Beste, ne? Ich bin 5-mal sitzen geblieben. Ja, und danach habe ich geheiratet. Ja, wen? Die Lehrerin. Genau, siehst du. Ganz einfach. Aber bist schon wieder geschieden, ne? Ja, ja, schon 15 Mal. Das siehst du. Aber immer von derselben Person, ne? Ah. Ja. Ja, und hier kann man zum Beispiel auch andere Projekte sehen, die ich zum Beispiel gemacht habe. Da habe ich mir mal einen Spaß erlaubt und habe die alten Sachen wie zum Beispiel... der Opa Hoppenstedt. Zum Beispiel. Oder aha. Hier mit Heinz Schubert... auch Ekel Alfred genannt, Theo Lingen, da habe ich dann so ein bisschen Musik drunter gemischt, habe die okay, Filme auseinandergerupft und habe dann mal... Das darfst du so einfach machen? Das kann man so machen, das ist ja frei verfügbar. Früher war mehr Lametta. Moment. So. Die Geschichte mit dem Atomkraft. Und da habe ich da ein bisschen Musik drunter gesetzt. Das machst du auch wie mit dieses Audi City? Audi City, ja, schneide ich zusammen raus. Cool. Früher war mehr Lametta. Das geht aber auch nur ganz kurz. 54 Sekunden. Und da kriegst du keine Schwierigkeiten, so mit Urheberschutz oder so? Das könnte ich unter Umständen kriegen, aber solche Sachen vermerke ich dann meistens auch. Ne? Fliegt auf da steht dann? Boris von L'Oreal, Matrix-Mischung. Über Video und sowas, dann sichere ich mich da ab, dass es nicht heißt, ich habe das selber gemacht. Mhm. Da habe ich ein bisschen flottere Musik drunter gepackt. Ja. Also ja, hier Heinz Schubert alias, wer ist der noch? Alfred. Der Ekel Alfred. Ja, ich habe Musik ein bisschen zu laut gehabt damals. Eigentlich hat aus den verschiedenen Serienfolgen ein paar Sachen zusammengeschnitten. Und dann Musik runtergelegt und fertig. Das ist Punsch, du duselige Kuh. Schöne Tasse. Ja, Punsch, die gibt's Punsch, offiziell zu kaufen. Die gibt es? Echt? Ja. Faszinierend. So, manche Sachen gehen einem dann doch an einem vorbei, ne? Das bist du da rechts mit dem Schnauzer? Ja, ja, das ist ein Foto, was ich ein bisschen bearbeitet habe. Ah, ich wollte doch sagen, den Bart hast du zwar, aber... Der ist mittlerweile ein bisschen heller geworden. Bisschen heller, ja, ein bisschen grauer. Hm. Bist ja auch was älter geworden. Ja, also mit Theolin noch. Ein bisschen leiser, so. Jo, Theolin, kiefen Sie? Sind Sie high? Rauchen Sie haschisch? Das ist aus Lungen von der ersten Bank, als er es mit dem Knötzrich besprochen hat. Mhm. Und das habe ich dann halt auch abgemischt, rausgefiltert. Und ja, alles frei, was ich finden konnte, das war so ein Zwischenprojekt, als ich mal Langeweile hatte. Mhm.
Da habe ich das Programm ausprobiert, wie man schneidet, und dann ist das daraus entstanden. Du hast aber auch viel Langeweile gehabt, sehe ich gerade. Oh, so ein paar Sekunden. Nein, da warst du wirklich tolle Sachen hier. Das sind auch die meistgeklicktesten Sachen. Ja, guck mal. Ich kann nur sagen, Frau. Ja, super. Ja, hast du noch irgendwas, wenn ich jetzt mal nicht frage, was du loswerden willst? Willst du jemanden grüßen? Ja, ich grüße auf jeden Fall alle im Ruhrpott, wünsche auch Glück auf. Noch kann man es sagen, noch stehen irgendwo ein paar Fördertürme, ist noch nicht ganz vergessen alles. Glück auf wird bleiben. Das hoffe ich aber auch. Ja, ich sag mal dazu so. Dazu ist das nicht auch noch klar. Also mir hat ein Kollege gesagt, Mensch, das ist so alt, das will doch keiner mehr hören. Ich sage, nee, ja, warte mal ab. Also Glück auf kann man ja hier immer noch sagen. Da steht's auch noch. Ja, siehste. Genau, da hat er einen Stein mit Glühlampe, wollte ich gerade sagen. Grubenlampe, Schlegeleisen und drunter steht Glück auf. Das ist ein großes Kohlestück, ne? Nächte. Ja, da ist noch ein großes Kohlestück, da hängt noch die Ware. Also bei uns ist es da noch alles wie von früher. Dein Vater war auch Bergmann, oder? Mein Vater war auch Bergmann, kurze Zeit, und mein Großvater auch. Der ist nach dem Krieg dann noch Montatar gegangen, bis er die Rente dann durch hatte. Und ich habe auch Zeche ja noch gelernt. Allerdings über Tage. Den Gartenbaufachwerker. Gartenbaufachwerk? Ich war auch Untertage einmal. Wir haben dann mal einen Übungsstollenalten, den haben wir ausgeräubert, haben Raubbau ein bisschen mitgeholfen mit den Bergleuten. Sind wir mit runter und haben da Sachen rausgeholt, die raus mussten. Alte Grubentelefone, dann haben wir da verschiedene andere Werkzeuge mit rausgeholt und ja, doch war schön. Und wo ist das gelandet? Da auf Müll, oder habt ihr euch das dann unter Nagel gerissen? Das ging teilweise, glaube ich, ins Museum rein irgendwo. Ah, interessant. Und die anderen Sachen hingekommen sind. Ja, Bergbaumuseum. Wo die anderen Sachen hingekommen sind, weiß ich alles gar nicht mehr. Mhm. Aber da unten gibt's ja, kannst du kein Gras anpflanzen. Das ist das klappt nicht. Wie kann man denn, wusste ich gar nicht, dass man das auch da werden kann. Ich bin ja Fernentsorger geworden in der Rohkohle. Mhm. Fachrichtung Abfalltechnik, da konntest du auch Abwasser machen und so. Aber das war für mich eher so, war toll, super Ausbildung, kam überall hin im ganzen Ruhrpott. Aber hinterher jobmäßig war das nicht gerade so prickelnd. Und dass man da auch Gartenbau lernen konnte, ist mir schleierhaft. Das wusste ich gar nicht. Das war damals Radbildung. Und da haben sie dann über Tage zum Beispiel verschiedene Ausbildungsecken angeboten. Und von der Rack aus. Und ich bin Landschaftsgärtner geworden. Passt am besten. Und warum auch nicht, ne? Man muss ja was machen. Arbeitest du noch in dem Bereich? Oder hast du aus gesundheitlichen Gründen kann ich das aus gesundheitlichen nicht Gründen, ja, schade, ne? Hast du gerne gemacht, ne? Ja, scheiße. Ja, darf ich doch mal sagen, dass das scheiße ist. Verdammt normal. Verdorri normal. Das Wort habe ich ja jetzt besprochen, haue ich morgen raus. Ja, es war tollenisches. Weiß nicht jeder. Das stimmt. Weißt du zum Beispiel, wo der Begriff, wo wir gerade bei Begriffen sind? Ja, erzähl. Und Ruhrgebiet. Weißt du auch, wo der Begriff weg vom Fenster herkommt? Nee, erzähl. Das kann ich dir mal sagen. Jetzt kann ich dem Potologen endlich mal was sagen. Ja, ja, hau raus. Das ist ganz einfach. Früher haben die Leute ja, die unter Tage waren, Staublungen und alles gehabt und konnten, und COPD und den ganzen Kram, und konnten dann nicht mehr so gut Luft holen und saßen dann immer am Fenster. Ne, meistens die alten Männer, die dann am Fenster waren, die nicht gerade durchs Zechengelände durchgekraxelt sind als alten Mann, die waren dann am Fenster und die saßen immer am Fenster, haben rausgeguckt, weil sie dachten, am Fenster kriege ich mehr Luft. Und irgendwann hat man dann gesehen, der alte Kalupke ist nicht mehr am Fenster, der ist dann wohl weg vom Fenster. Ja, und schon stand ein paar Tage später Leichenwagen vor der Tür. Und da kommt der Begriff weg vom Fenster her. Guck mal an, der kommt hier aus dem Ruhrpott, weg vom Fenster. Mhm. Das wissen auch weniger. Ja, das ist wohl wahr. Jetzt wisst ihr wieder mehr. Weißt du Bescheid, ne? Jetzt habe ich meinen Protologen was beibringen können. Ja, klar. So soll das sein. Ich muss ja auch noch dazu lernen. Ich lerne ja immer dazu. Jedes Wort, was ich benutze, oder raussuche aus dem Lexika, weil alles kannst du einfach nicht wissen. Nee. So, und dann forsche hier nach, recherchierst du da und dann denkst du, ey, das kann nicht wahr sein. Ehrlich, das ist aus der Zeit und von der Sprache übernommen worden. Ja, dass wir viel, viel westfälische Wörter haben oder Niederdeutsche. Logisch, weil das die Ursprungssprache ist, die hier gesprochen wurde, bevor die ganzen Arbeiterschaften aus dem Osten, Süden oder sonst woher gekommen sind. Ne? Ja, vieles ist dann ja in die Sprache mit eingebaut. Genau. Wie Kabachel zum Beispiel, Mischpoke ist auch eingewandert und so. Die Mischpoke ist aber hier was Jüdisches. Ja, die sage ich ja. Ne? Also das ist schon, das ist aber schon aus dem Mittelalter reingemischt worden. Ne? Das ist nicht wieder unbedingt ein Ruhrpott-Wort, aber ist auch ein Wort, was ich mal besprechen werde, Leute. Kommt noch. Machen wir.
Können wir machen, kein Thema. Machen wir. Ja, super. Dann werden wir uns jetzt mal hier beschränken. Das hat mich gefreut, dich hier mal live kennenzulernen, nicht nur über Facebook. Wir haben uns ja schon öfters jetzt geschrieben. Du warst übrigens bei meinem Kochgeschichten auch noch dabei, ne? Ja, ja. Ach, das wollte ich ja noch reinhauen. Du hast ja Facebook-Gruppen auch gegründet, ne? Ja, ja, auch. Ich bin auch in mehreren anderen Gruppen, wie aktuell aus Werne zum Beispiel, Admin. Und hast du die selbst gegründet? Hat der Erwin Heyer gegründet. Okay. Und da hat er mich nur als Admin mit reingeholt, weil allein schafft er es nicht vor der Zeit. Der ist auch schon ein bisschen älter und ist auch immer unterwegs und da ein bisschen mit aufpasst. Aber ich habe auch eigene Gruppen bei Facebook gegründet, wo man verschiedene Sachen mit Rezepte und so finden kann. Zum Beispiel habe ich auch eine Seite gemacht, es ist ja eine Gruppe, Rezepte von Chefkoch Grande Cocolores. Ja. Da ist auch eine von mir kreierte Kreatur, kann man schon bald sagen, die Überhand nimmt manchmal. Und der Chefkoch, der hat dann auch zum Beispiel, das habe ich hier auch bei hier runtergeschrieben, überbackene Spargel-Schinkenröllchen. Genau. Ja? Warte, kann ich dir auch noch mal was zu zeigen? Das müsste ich hier auch irgendwann mal reingesetzt haben. Ne? Kann man auch super machen, ist auch schnell gemacht. Nimmt man zum Beispiel Spargel, den rollt man dann in Kochschinken ein und dann macht man da noch eine Scheibe normalen Schinken, geräucherten Schinken oder Speck drum. Und dann kann man das wunderbar im Backofen reinschmeißen. Kann man dann auch noch ein bisschen Käse drüber machen und dann schmeckt das richtig gut. Geht auch recht schnell. Und da haben wir es schon. Wie ich sehe, gibt es auch schon 153 Aufrufe. Und das ist natürlich auch wieder mein Logo und die Jack Tango Produktion. Ja, das habe ich jetzt umbenannt dieses Jahr in Jack Tango Entertainment. Weil es ja so eine breite Fläche abnimmt, da habe ich mir gedacht. Hast du das auch angemeldet, gewerblich? Natürlich, alles. Muss sein, dass du Ärger kriegst. Ja, die Stütze gibt es ja nicht offiziell, ja? Das habe ich erstmal zusammengebastelt. Aha. Ja, und so kann das dann aussehen, wenn du richtig machst. Hey. Das sieht aber aus, als wenn du irgendwie eine Leiche ausgegraben hättest da mit den Spargeln. Jetzt verrat es nicht. Backpapier. So viel Auslagen müssen wir noch haben. Dazu brauchen wir. Kann ich die auch vergrößern, dann kannst du es besser sehen. Während der Nichtsaison empfehle ich TK-Ware. Die ist frisch und auch sehr gut. Das sprichst du, ne? So. Ja, die spreche ich auch. Das ist auch eine von den Figuren, die ich erschaffen habe. Geräucherten Schinken. Ah, das finde ich ja echt klasse. Käse. Tja, da wird der Hund in der Pfanne verrückt, der wird in die Lust da reingesperrt wieder. Nicht in ein Gespräch, sondern im Schinken ein, und zwar im Gekochten. Na, so die Schritt-für-Schritt-Bildanleitung. Wenn wir damit fertig sind, legen wir noch eine geräucherte Scheibe drum. Das sieht aber echt eklig aus. Aber schmeckt super. Also ihr seht jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spargelstangen, die sind da eingerollt in Schinken. Dann kommt jetzt Käse drauf. Und wenn man dann so guckt, dann denkst du, das ist irgendwie exhumiert worden. Dann packen wir alles für 30 Minuten bei 150 Grad Umluft in den Backofen. Genau. Also das Rezept könnt ihr da abrufen im YouTube unterm Jack Tango. Und er macht das richtig lustig hier. Ich finde das gut mit der Sprachveränderung. So soll es sein. Muss alles mit ein bisschen Humor gemacht werden. Ja, es gibt so viel Ernstes in denen, da muss man auch zwischendurch mal lachen. Genau. Lassen Sie gerne einen Kommentar da. Ja, super. Also ich bin jetzt hier unserem Podcast mit Jack Tango, wo ich ihn interviewt habe. Wir wollen ja jetzt noch was tun. Noch ein bisschen hier das Buch einlesen von Michael Göbel. Den sehe ich ja am 12. Oh, ja, du bist im Urlaub. Ja, ich weiß, er ist im Urlaub. Deswegen haben wir das ja auch ein bisschen verschoben, dass er diese Woche nicht klappt. Schade, aber Urlaub muss gegönnt werden. Und von daher hat mich gefreut, hier gewesen zu sein. Und wir sehen uns bestimmt öfters sowieso, jetzt wegen der Bucheinlesung. Ja, mit einmal klappt das nicht alles. Nee, das glaube ich auch. Sind ja auch ein paar Seiten. Und grüßt hast du schon alle Ruhrpott-Menschen aus dem Ruhrpott. Hast du sonst noch irgendwas zu vermelden? Was ja, Wichtiges? Ja, dann bedanke ich mich, dass du auch hier bist und nochmal wiederkommen wirst, denke ich mal. Ja, bestimmt. Nach Werne sowieso. Du kannst mir mal deine Stadt zeigen. Ja, gerne. Wir können auch ein paar Videos draußen machen. Wir haben ja die Zeche. Wir haben vor dem Solebad die Zechenräder da noch stehen. Na siehste. Dann gibt es hier und da immer noch ein paar Ecken, die ich dir zeigen kann.
Da bin ich gespannt. Was nicht mit Fleischskandalen Mecke zu tun hat. Ja, das ist wohl der Hammer gewesen. Ja, da wollte ich jetzt aber hier nicht näher eingehen, weil ich habe das nämlich auch in den Nachrichten gesehen, war echt übel. Aber das ist ein anderes Thema. Das brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, vielen Dank, Jack. Ja, nichts. Und wir sehen uns wieder. Immer gern. So, jetzt als Abschluss, hier kriege ich noch was zu hören. Ich bin schon gestalkt worden in meinen Videos. Ich soll ein Autogramm geben, das ist mein erstes. Ja, dann erzähl mal. Ja, das ist eine Bekannte von mir und sie folgt dir auch auf Facebook. Und sie hat nur gesagt, wenn du da bist oder beziehungsweise wenn er da ist, vergiss mir ja nicht ein Autogramm zu besorgen. Ja, mach ich doch glatt. Ne? Und Diana, wenn du das jetzt mitkriegst, es ist sicher. Ja, klar ist das sicher. Kriegst auch eine Visitenkarte, die sind in Produktion. Bald gibt es auch T-Shirts und Cappies. Kannst du dich einkleiden, wenn du willst. Bestelle ich auch eine sofort in Zeltgröße für mich. Ja, siehste, geht schon. Läuft. Ja, das war nochmal als Abschluss hier. Schönen Gruß von mir, Diana. Du kriegst das Autogramm. So, Nachtrag. Jetzt kommt noch was. Damit ihr auch mal Jack Tango ein bisschen lesen könnt. Also, der hat hier ein Buch rausgebracht mit Renate Bär. Rechtschreibung, Linksschreibung, Unrechtschreibung. Längerstenie aus der Sicht eines Betroffenen. Also ein wirklich interessantes Buch. Sollte man gelesen haben, wer sich mit solchen Dingen befassen möchte. Kann man sagen, ist auch für Leute, die sich damit befassen, beruflich bedingt. Ja, natürlich. Also ich habe auch schon immer, ich sage immer gern dabei, dass ich auch, wenn mal Bedarf ist, an Unis lesen und sprechen möchte. Wenn sie es auch möchten, dass man mir dann Bescheid gibt, dann komme ich dann dahin oder man holt mich ab, wie auch immer. Da ich dann zum Beispiel vor Studenten spreche, vor Lehrern, die sich da ein bisschen in Fachrichtung arbeiten möchten und studieren möchten oder einfach nur so für Betroffene, deren Familie das ist besser verstehen, kann man Bescheid sagen. Also ihr findet mich ja überall. Also machst du auch Seminare für große Gruppen und auch kleine Familien, die dann verstehen wollen, wie sie damit umzugehen haben. Gesprächsrunden und sowas kann man immer gerne mich dazu buchen. Dann muss ich halt, wie gesagt, ich habe kein Auto, muss ich nur mit Bus und Bahn anreisen, aber es klappt ja alles heutzutage. Ja, ach ja, gut, wenn du eine Stunde länger unterwegs bist. Ich bin auch eine Stunde unterwegs gewesen, war ja so weit weg hier. Und das neue Buch ist jetzt hier, wie heißt das? Das ist von Sonja Borski, hier habe ich nur ein kleines Kapitel beigesteuert. Das heißt, es ist normal, verschieden zu sein. Das ist Einblicke in ein Leben mit Dyskalkulie oder Legasthenie. Sind 30 Biografien drin, unter anderem auch meine insgesamt. Also die alles Leute, die mit Legasthenie zu tun haben. Genau, oder Dyskalkulie. Oder Dyskalkulie. Was ist der Unterschied, frage ich jetzt mal. Dyskalkulie ist eine Rechenschwäche, ist Mathematikschwäche. Ah, die habe ich. Das habe ich auch. Deswegen habe ich auch mitgemacht. wenn man nicht richtig rechnen kann zum Beispiel. Und das ist praktisch das Pendant zu Legasthenie. Mhm. Dass man mit den Zahlen nichts anfangen kann. Okay. Ich glaube, meine Frau ist da eher schlimmer dran als ich. Das ist nur ein Scherz am Rande, ne? Also die kann schon rechnen, aber die fragt mich auch schon mal, immer, ist jetzt 2 plus 3 5 oder? Meinst du auch, ihr habt sehr viel Wertgegenstände zu Hause, ne? Ihr habt Radierung. Ja. Im Geschäftsbuch, ne? Genau, Radierung, richtig. Kennt man. Ja, ist gut. Und das hier, Rache, Durst, Tathergang 3, was ist das? Das ist eine Anthologie, auch erschienen, genau wie in meinem Buch Rechtschreibung, Linkschreibung und Rechtschreibung beim Breiten Verlag. Aha. Und da sind verschiedene Thriller drin, die immer jeweils in jeder Geschichte sind zwei Sätze, die auftauchen mussten. Und wer das mal lesen möchte und die Sätze herausfinden möchte, der kann so gerne mal auch kaufen. Gibt es auch beim Breiten Verlag. Sind verschiedene Autoren drin und Autorinnen. Man muss ja jetzt auch gendern, so wie du mit Kaffeemaschine, ne? Kaffeemaschine. Nee, Wasserkocher. Oder Wasserkocherin, genau. Hier findet man mich ja auch. Und meine Geschichte, die hier drin ist, heißt Lügsrache. Jetzt musst du aber nochmal deinen genauen Vornamen sagen, Jack. Jack Tengo. Nee, deinen genauen Vornamen. Ja gut, Matthias Tengowski. So, genau. So, jetzt hast du es. Müssen wir doch mal einmal so richtig raushauen hier. So, und die Sagengeschichte, die im Moment auseinanderfriemelst hier, ne, das ist Sagen aus Westfalen vom Husum Verlag. Genau. Herausgegeben von Dietmar Sauermann. Das ist doch, glaube ich, ein Bochumer, wenn ich nicht irre. Der schreibt doch jede Menge Sagen schon seit 20 Jahren. Ja, ne? Der sammelt solche Sachen und schreibt sie nieder. Das finde ich das Gute. Ich mag solche Sachen. Und ich bin schon von früher Kindheit an fasziniert gewesen von Sagen und solche Mythengeschichten, wie zum Beispiel die erste Kohle, wie sie gefunden wurde und dies und das. Mit dem Jürgen. Genau. Im Weidmacher Holz, da wohne ich ja. Ja, genau. Also fast da. Den Stein, den weiß ich, wo der liegt.
Ja, und musst du mir mal zeigen, ne? Das mache ich ja noch. Es gibt ja noch Video, da gehe ich auch mal hin. Hier war der Jürgen hier, ne? An dem Stein hat er die Kohle gefunden und so. Das kommt alles noch. Das ist gut. Da freue ich mich jetzt schon. Auf jeden Fall. Und solche Sachen, das ist halt was für mich. Also ich will auch mal gucken, ob ich den Herrn Sauermann mal eine Strippe kriege hier zum Podcasten, weil ich weiß, ich habe noch vor einem halben Jahr was über den gelesen, dass der sagt, er ist jetzt schwierig, noch Sagen rauszuholen. Der hat eigentlich schon alles durchgekaut, aber er kriegt immer noch, wenn er mal irgendwo wandern geht und dann nochmal nachforscht, von Leuten, die da wohnen, auch mal nochmal Geschichten zu erzählen. Aber umgekehrt, die dann gelesen haben, die sagen, habe ich noch nie was von gehört. Also genau die gegenteilige Geschichte auch. Ne? Also das wird auch bestimmt interessant. Schauen wir mal. Gerne. Ja, super. So, das war nochmal ein Nachtrag. Das musste nochmal hier rausgehauen werden. Das ist der Nachtrag nach dem Nachtrag. Genau, der Nachtrag nach dem Nachtrag. Es gibt ja noch mehr. Man könnte jetzt eigentlich noch 2 Stunden quatschen. Ja, wir wollen aber nicht nachtragend sein. Nee, nachtragend nicht sein. Wir müssen ja jetzt auch nochmal tun hier. Ne? Mein Opa war Bergmann. Ist nämlich jetzt hier Ambach. Die Kindergeschichte von Michael Göbel. So, Opa erklärt seiner Enkelin den Bergbau unter Tage und freut mich ja, kann ich ja nochmal erwähnen, habe ich am Anfang schon gesagt, der Michael Göbel hat das Buch ja selbst rausgebracht als Book on Demand und ist jetzt auf Platz 13 in der Book on Demand Bestsellerliste. Und ich finde das ja toll, dass so manche Facebook-Gruppen den ja nicht gesperrt haben, weil einige sind ja so blöd, muss ich mal jetzt wirklich hier raushauen. Die sagen, das ist Werbung, Spam, muss nicht sein, aber das ist ja ein Buch, was zum Ruhrpott gehört und hätte jetzt richtig zum richtigen Zeitpunkt einen richtigen Riecher gehabt. Und das erzähle ich ja sowieso nochmal nächste Woche, wenn ich dabei bin. Aber wir werden das jetzt vertonen und wir werden Spaß haben mit einem Gruß an Michael von diesem Podcast von Jack und André, dem Ruhrpottologen. Glück auf, liebe Leute!